Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute endlich das Review der Outer This World bzw. Genetik Radio Show One. Nicht Box, aber Bundle. Ja, das habe ich für 59,99 € gekauft bei Saturn. 60 Euro. Ich denke, wir sind uns einig, das ist eine Menge Kohle. Damals hat eine Deluxe Box mal die Hälfte gekostet. Naja, wie auch immer. Ich glaube, da ist ein Hoodie drin. Größe L steht hier. Und es ist schon mal sehr interessant gestaltet. Also, na, wir haben so einen Verschluss in so einem riesengroßen Beutel. Sozusagen, Out of this world, warning, may be illegal in our stellar sector. Na, das ist durchaus kreativ. Masters from Mars. Okay. Und, ja, Rückseite. Das sind zwei Sticker, also hier das Piep, der man nicht bezahlt, und Genetik Outer This World. Okay, an sich ist es natürlich nur ein ranziger, mieser Beutel und eine Box ist natürlich um einiges schöner. Also, ja, warum? Also macht man für 60 Euro denn nicht eine Box, Mensch? Also, es ist echt viel Geld. Es ist wirklich viel Geld. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich so 14, 15 Jahre alt bin, Genetik-Fan bin und mir mit meinen Eltern frage, kauft ihr mir die Box? Das ist schon viel. Also, ich weiß nicht, ob die es gemacht hätten. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wer so von Erwachsenen noch sich solche Boxen kauft. Deswegen, genau. Ich finde es langsam mittlerweile ein bisschen zu teuer. Könnte man ja mal wieder ein bisschen reduzieren, das Ganze. Aber es ist nur so eine Idee, die wahrscheinlich nicht so gut ankommt bei den Labels. Naja, okay, das sind die Inhalte, oder was? Also, Hoodie. Ein bisschen versifter, das könnte auch der Tisch sein. Okay, das ist der Hoodie, den gucken wir uns als letztes an. Was haben wir hier? Genetik out of this world. Okay, Zielgruppe sind auf jeden Fall doch Autofahrer anscheinend. Obwohl es ein Hanfblatt ist, das ist ein Duftbaum. Gut, das ist jetzt dicht verschlossen, also kann man nicht riechen. Also, ja, das ist sozusagen ein Duftbaum fürs Auto. Was haben wir hier? Was zum Teufel? Das ist in einer alten DVD-Hülle sozusagen. Das Album. Das erinnert mich ein bisschen an Futurama. Zum Beispiel so. Wischi. Radio Show Volume 1. Also heißt das neue Album. Hier ist eine Menge Thymian am Start, Caruso und Sick. Ich habe zwei Singles gehört, also mir gefällt die Mucke auf jeden Fall vom neuen Album, muss ich persönlich sagen. Ziemlich nice. Und was haben wir hier? 12 Tracks. Features Young Rider, DCV DNS, Manuelsen, Tiavo und Sierra Kid. Okay. Interessant. Das Ganze ist hier komplett grün gehalten. Hier haben wir die Platte. Schade, es ist nur eine einzige CD, aber es ist ja heutzutage normal, dass man in der Regel gar keine Instrumentals oder irgendwas anderes noch bekommt. Außer zum Beispiel in der Collabbox, also da kann ich euch sagen, da ist schon geiles Zeug drin, was angekündigt wurde. Hier sind zwei Sticker. Okay. Das sind nicht die krassesten, aber es sind coole Motive auf jeden Fall. Und das Poster ist natürlich mal wieder, guckt euch mal an, wie krass das gefalten ist. Das Poster musste ja jetzt auch unbedingt in diese Hülle passen. Ich kann mich noch an einen sehr viel gelikten Kommentar erinnern, unter einem meiner letzten Videos. Da hat irgendjemand so geschrieben, wann begreifen die endlich mal, dass es für den Verbraucher bzw. den Käufer viel besser ist, wenn man die Poster rollt statt knickt. Und anscheinend hat man jetzt hier versucht, das Ganze so krass zu falten wie nur möglich. Einfach nur schön. Okay. Also Rückseite ist unbedruckt. Vorderseite ist sehr stark gefalten, wie man sieht. Aber an sich ein cooles Motiv. Im Hochkant 16:9 Format. Und ja. Okay, nee, das ist so. Die Qualität ist eigentlich ganz gut, aber ist halt ein bisschen dünn. Also ich verstehe nicht, warum man den Poster so krass faltet mit so ganz dünnem Papier hier, wie in diesem Fall. Und dann in diese Hülle rein rammelt, Alter. Was ist denn das? Okay, Motiv habt ihr ja gesehen. Ja, finde ich aber ganz passend und gut. Gut, okay. Das Poster ist anscheinend genau dafür gemacht, dass man es für immer hier drin verschwinden lässt. Ich verstehe schon. Das ist. Ja, nee, ich sag das jetzt gar nicht. Okay, dann haben wir hier. Sollen die knicken hier?
Dann haben wir die ganzen Inhalte eigentlich schon gezeigt, neben dem Hoodie. Dann haben wir hier. So. Also, rechnen wir jetzt mal so, also das hier kostet 15 Euro, das hier kostet 2 Euro, sagen wir mal 17, da haben wir noch 43 Euro jetzt für diesen Hoodie hier. Und dann gucken wir mal, ob der Hoodie sich mit einem Hoodie messen kann, den man sonst so für dieses Geld bekommt. Also ich fand zum Beispiel den von Matrix sehr nice in der letzten Box und von der Qualität auch den von Sido. Den fand ich auch richtig gut. Und die Box hat, ich weiß gar nicht, die hat glaube ich auch 60 gekostet, oder? Hat die 59 oder 49 gekostet? Habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber der Hoodie war auf jeden Fall geil. Der war so orange-rot. So, gucken wir uns den mal an hier. Also. Naja. Oh, hinten ist ein Aufdruck, das ist cool. Stoff ist okay. Ist jetzt nicht billig, aber halt relativ dünn. Also schon ziemlich dünn, so vergleichsweise. Dann haben wir hier vorne aufgenäht, aufgestickt, wie man es auch nennt. Genetik oder this world. Ist schon eine ordentliche Qualität. Makellos, gut gemacht, das kostet Geld. Jetzt muss ich den mal lassen. Was haben wir denn hier eigentlich? Outer this world, Größe L. Ja, ordentlich. Also, es hat Merch-Qualität, kann man sagen. Aber ich fand die Quali von dem Sido-Hoodie halt doch noch ein bisschen besser, weil da auch der Stoff dicker war. Hier ist halt der Stoff ziemlich dünn. Ich weiß nicht, sieht man ja hier so. Also ein Hoodie ist eigentlich ein bisschen dicker. Ich meine, ich habe auch einen Fanshop und die Pullover, die ich da anbiete für 30 Euro, da gibt es ja zwei Stufen, immer 40, immer 30 Euro, die Pullover sind vom Stoff schon noch dicker als der. Also in Hoodie will ich mich so einkuscheln, wenn ein Hoodie so dünn ist, mag ich immer nicht so. Also Mensch, für 60 Euro Deluxe-Box-Preis hätte man da schon ein paar Gramm pro Quadratmeter mehr für den Stoff nehmen können. Aber ich muss sagen, die Drucke gefallen mir sehr, sehr gut. Die Drucke sind richtig geil. Also vorne drauf auf der Brust relativ schlicht, super Qualität, die Stickung, aber hier hinten Genetik oder das World und dann nochmal dieses Cover so, das sieht auch geil aus, oder? Also ich finde schon, das sieht richtig nice aus. So, ich habe jetzt nicht zu viel gemeckert über den Hoodie. Also zum Beispiel die Qualität des Longsleeves, wie ihr das immer genannt habt, anstatt das Pullover zu nennen. Ja, okay, wenn der Stoff dünn ist, ist dann anscheinend ein Longsleeve, laut Definition oder was auch immer. Da fand ich es ein bisschen schlimmer, dass der Stoff ganz so mager war. Hier kann man damit leben. Ich hätte nur trotzdem für den Preis gerne etwas dickeren Stoff gehabt. Okay, weil wie gesagt, 60 Euro ist viel Geld. Ja. Stinkt nur ein kleines bisschen neu, aber nicht zu sehr. So, Größe L. Das passt eigentlich genau richtig. So, Kapuze. Kapuze fällt angenehm. Die ist nicht so belastend steif. Also, vom Tragen her ist er sehr nice. Fühlt sich schon gut an. Also, der erste Eindruck war schlechter, als wenn man anhat. Wenn man anhat, dann fühlt er sich richtig gut an, eigentlich. Ja, ist halt nicht ganz so warm, das Ding. Ist halt ein leichter Hoodie, sag ich mal so. Okay, aber das Design ist richtig geil. Also das finde ich, finde es immer wichtig, dass es tragbar ist, nicht nur für Kiddie-Fans, so, sondern halt auch für erwachsene Leute und dass man das auch wirklich anziehen kann und sich nicht schämen muss, wie zum Beispiel, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich finde, das sieht geil aus. Also da kann man aufs Konzert gehen und das tragen, ohne sich wie so ein Fanboy vorzukommen. Weil das einfach gut aussieht. Finde ich geil. Schicker Hoodie. Also, ja. Würde ich persönlich auftragen. Und das sage ich wirklich nur zu einem von 10 Boxinhalten. So, dann fassen wir das Ganze mal zusammen. Mir fällt es ja eigentlich relativ leicht, jetzt hier ein Fazit zu ziehen. Aber, es ist halt ein Bundle. Es ist ich würde diese Sachen mal Luxus-Bundle nennen. Weil ein Bundle kostet normalerweise so 30 Euro. Wir haben hier im Prinzip nur drei Inhalte. Und zwar, na gut, wir haben noch das Poster und die Sticker. Aber das Poster an sich, naja. Und die Sticker sind eigentlich, die sind schon ganz cool.
aber halt auch nichts Krasses. Und diesen Anhänger hier fürs Auto. Duftbäumle. Naja, 60 Euro ist eine Menge Kohle. Dafür kriegt man einen coolen Hoodie, der ein bisschen besser vom Stoff sein könnte. Aber die Drucke sind richtig cool, das Design ist richtig cool. Und an sich feiere ich das Bundle. Also es enttäuscht auf jeden Fall nicht. Wer bereit ist, so viel Kohle zu investieren, der bekommt dafür was Cooles. Und ja, gönnt euch Mies. Link ist in der Beschreibung, wenn man das noch kaufen kann. Wenn es ja schon ausverkauft ist. Und Album ist auf jeden Fall auch nice. Darf man aber nicht vernachlässigen, da mal zu sagen, dass es gelungen ist, weil in letzter Zeit so viel Scheiße auf den Markt kam. Ihr habt ja, ich habe eigentlich auch kein einziges Kommentar bei dem Farid Bang Bundle gelesen, dass ihr die neue Mucke von Farid feiert. Das ist schon schade eigentlich. Also, nein. Aber so ist es halt. Danke fürs Anschauen. Wir sehen uns bald wieder. Euer Max Genetikberg.